Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, im Namen aller Organisatoren und Partnerinnen und Partner möchte ich Sie sehr herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Ellen Überscheer, ich bin Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Und wir als Heinrich-Böll-Stiftung sind stolz und froh, dass Eurozine sich entschieden hat, ihre internationale Jubiläumskonferenz mit uns, den Blättern für deutsche und internationale Politik und der Zeitschrift Osteuropa, gemeinsam auszurichten. Europe 89, the promise recalled. Was war eigentlich das Versprechen, an das wir uns erinnern? Dieses Thema gehört vielleicht wie kein anderes genau in diese Stiftung, für die das eine enorme Bedeutung hat. Unser erstes Büro, Stiftungsbüro, ist in Prag gegründet worden. Unsere Arbeit bezieht sich ganz stark auf die Tradition der Bürgerbewegung, der Dissidentinnen und Dissidenten, nicht nur im Osten, damaligen Osten Deutschlands, sondern auch im weiteren Zentral- und Osteuropa. Und natürlich gehört dieses Thema auch nach Berlin, in die bis 1989 am dichtesten militarisierte Zone. Das macht man sich heute kaum noch klar, dass da, wo die Mauer verlief, die höchste Militärkonzentration weltweit war, die heute eine der friedlichsten Regionen ist, vor allen Dingen bevölkert von Touristinnen und Touristen, die auf den Spuren der Pflastersteinreihen unterwegs sind und suchen, wo die Mauer eigentlich stand. 1989 war ein europäisches, nicht ein deutsches, sondern ein europäisches, in mancher Hinsicht auch ein globales Datum, das bis heute nachwirkt und unsere Sicht auf die letzten 30 Jahre, unsere Sicht auf die Welt und ihre Entwicklungen prägt. Hier zwischen deutschem Theater auf der einen Seite, Alexanderplatz auf der anderen Seite, hier war einer der zentralen Schauplätze dieser, das kann man für Deutschland sagen, friedlichen Revolution. Man kann das nicht für alle Länder des Ostblocks sagen, friedliche Revolution. Für uns als Heinrich-Böll-Stiftung ist es eine Selbstverständlichkeit, gemeinsam mit Partnern aus ganz Europa auf 89 zurückzublicken. Und es ist uns eine Ehre, einem wahrhaft europäischen Netzwerk, nämlich Eurozine, von Medienschaffenden für diese wichtige Konferenz die Türen zu öffnen. Reka Kinga Paap, die Chefredakteurin von Eurozine, wird Sie gleich in die Veranstaltung einführen, in das, was wir gemeinsam mit Ihnen heute und morgen vorhaben. Ich möchte zwei Punkte vorausschicken. Der eine ist natürlich der Dank. Der Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die in mühevollster Detailarbeit diese Konferenz möglich gemacht haben. Und zuallererst möchte ich unserem Referenten für Zeitgeschichte Roman Schmidt danken und seiner Mitarbeiterin Annika Magnussen, die Sie hier irgendwo auch schon alle beide haben herumlaufen sehen. Ich möchte unserer Kommunikationsabteilung danken mit Annette Mennel und Lisa Kreuzer und unserem Tagungsbüro mit Eva Klake und Martin Sommer, die Sie betreuen werden und Ihnen quasi jeden Wunsch von den Augen schon ablesen. Und das Zweite ist, wenn ich jetzt um das Foto bitten darf, das Zweite, was ich sagen möchte zum Auftakt ist, wenn Sie gesehen haben, unser Auftaktpanel haben wir unter den Titel gestellt, für ein offenes Land mit freien Menschen. Von allen Losungen und Parolen der Revolutionszeit ist vor allem diese geblieben. Und weil wir das Podium so genannt haben und weil die Losung quasi schon so eine Art Allgemeingut zu sein scheint, haben wir überlegt, Referat Zeitgeschichte, woher kam die, wer hat sie geschrieben und warum eigentlich? Dieser Spruch wurde auf einem selbstgemalten, man sieht das hier, Transparent,
am 4. September 1989 in Leipzig auf die Straße getragen. Von zwei jungen Frauen, die damals etwa 20 Jahre alt waren, die sich der Gefahr, auf die Straße zu gehen, sehr wohl bewusst waren und später auch inhaftiert worden sind. Eine von ihnen, nämlich die deren Gesicht man deutlich erkennen kann, die sich nicht umgedreht hat, ist Katrin Hattenhauer. Sie lebt heute in Berlin als Künstlerin und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen Katrin Hattenhauer, die gerade vor wenigen Wochen in Leipzig die goldene Henne entgegennehmen durfte, freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Umbrüche geschehen durch konkrete Menschen, durch deren Mut und deren Sprache. Vor allem das. Kathi, warum habt ihr damals diesen Spruch gewählt und was bedeutet er für dich heute? Also wir haben ja 5 Losungen gemacht. Das war die Losung, die wir getragen haben. Die einzige Losung, die auch 2 Frauen getragen haben. Wir haben sehr bewusst entschieden, wir wollen eine Vision geben. Wir wollen sagen, wofür wir nach diesem Sommer der Flucht 89 Menschen bitten, noch in der DDR zu bleiben und mit uns auf der Straße diese Demokratie zu erkämpfen. Und man muss dazu wissen, dass wir beide zu einer Opposition gehörten, Gesine Oltmanns und ich, die vollkommen konspirativ über Jahre gearbeitet hat. Wir haben im Verborgenen gearbeitet. Das war für uns auch ein menschlich wichtiger Moment, in dem wir entschieden haben, wir geben dieser Revolution ein Gesicht. Wir werden sie auf die Straße tragen, was immer das kosten wird. Wer weiß, wie die Geschichte weitergegangen ist, weiß, dass ich dafür ins Gefängnis gekommen bin. Gott sei Dank hat die friedliche Revolution auf der Straße gesiegt. Dadurch bin ich auch wieder freigekommen. Was wichtig zu sagen ist, diese Losung ist vielleicht eine der wenigen Losungen, die weder von Pegida noch AfD je genutzt werden konnte, weil sie so eindeutig ist. Das gilt bis heute und sie bleibt sozusagen, also wir haben immer gesagt, diese Losung gehört keiner Partei, keiner Organisation. Sie gehört den Menschen, die sich für dieses Inhalt auch heute noch einsetzen. Also Ihnen. Guten Abend. Danke. Ja, vielen Dank, Katrin Hattenhauer. Ich darf jetzt Frau Papp das Wort geben für die Einführung in die Konferenz. Good evening, dear all. Welcome to the 30th European Meeting of Cultural Journals. My name is Reka Kinga Popp, and I am Editor-in-Chief of Eurozine. And I'm privileged to greet you in the name of Eurozine, as well as our great co-organizers, Eurozine's Berliner partner journals, Blätter für Deutsche und Internationale Politik, and Osteuropa, and our generous host, the Heinrich Böll Stiftung. Thank you. This whole event, with all its might, would not be possible without the generosity of our sponsors. So let me thank the Bundeszentrale für politische Bildung and the Creative Europe Program of the European Union for their support, which made this meeting possible. I would also like to personally thank Roman Schmidt and Annika Magnussen from the Böll Stiftung, Daniel Leisegang from Blätter, who have already been mentioned personally, Volker Weichser from Osteuropa, and the whole Eurozine team for the tremendous work that brought this meeting together. Also, may I have a happy birthday. I'm sorry, I had to do this. Now that we have this out of the way, which is only important for me to say, but you guys don't quite care about our sponsors, let's be honest. Let me tell you a little bit about Eurozine. This is a twofold project. We are a network
of more than 90 partner journals and associates from across Europe and a bit beyond. And we are also an online publication providing a bridge between national discourses and international attention. It is little of a surprise that we are dedicating our annual meeting to the 30th anniversary of the last European revolutionary wave. Last so far, I mean, I'm not trading in predictions. Many of our partners actively shaped these events that we are recalling and reevaluating this weekend. Multiple 89ers are here with us tonight. And many on this stage in the coming days are actively shaping our current understanding of that period. After the collapse of the Soviet experiment, a certain blend of optimism and suspicion characterized public sentiment. In the first decade, drastic social, political, and economic changes were both invited and dreaded at the same time. As Easterners, we were advised to go west, where the skies are blue, you remember. But we also had to acknowledge that our accomplishments might count much less there. In the second decade, disillusion had started to settle in. Our young democracies failed to grow out of their dysfunctions. We were accelerated to join the European Union, but also worn down by its toll. Our democracies are basically great. We just have to amend them here and there, was the buzzword of the time from the winners. The losers of the economic collapses and those deemed less relevant in comparison to the west of our union were, well, they were considered collateral damage. Discontent had started to mount, and accounts of recent history varied greatly. The 2008 economic collapse forced even the fiercest believers of liberal hegemony to question whether this was actually the end of history, after all. For the last decade, one of our main concerns is the rise of new authoritarian regimes in Europe and beyond. Some blame it on the socialist heritage. Others point out that these tendencies are not restricted to the former Eastern Bloc. Nobody thinks anymore that our regimes function well and progress inherently towards freedom, let alone equality. The imperative of permanent and rapid growth had been slapped in the face. After the economic crisis, niches and alternative economies promised a redemption. Solidarity, a principle formerly abused by the Soviet Empire and condemned by neoliberalism, was reinvented. New technologies and the share economy were expected to foster a new, more cooperative form of self-government. In the hands of monopolistic enterprises, however, many of these initiatives, originally built on the logic of mutual help, have proven only to be new means of exploitation. Precarity, gentrification, political deception, these are the major products today. And in an increasingly centralized media landscape, it gets harder to tackle them. But the fact that share economies have been weaponized against the people does not mean that trading in goodwill was a bad idea in the first place. And Eurozine is the proof itself. Our partners and associates share and exchange ideas, professional knowledge, and content for the benefit of the whole network and our readers, who get insight into national discourses and professional fields they would otherwise most possibly not reach. Our aim is to foster a common discourse for Europe and of Europe, a discourse that respects and showcases the multitude of perspectives it contains, one that gains its strength from its decentralized sensitivity and its depth of understanding. Insight mustn't be a luxury, and we are here to bring it. And I now hereby give the stage back to Alan Überscheer, president of the Heinrich Böll Stiftung, who will moderate the opening discussion between poet and essayist Durst Grünbein and cultural anthropologist and the subject of my personal fandom, Alaida Asman. Thank you. Thank you, Rika, very much for your brief introduction. I'm supposed to speak in German. Und die enorm vielen
zentralen Themen, die darin angesprochen sind. Ja, ich darf sowohl Doris Grünbein als auch Aleida Aßmann hier vorne auf die Bühne bitten. Den Titel des Abends haben wir Ihnen schon vorgestellt. Und wir wollen heute Abend darüber sprechen, was das Versprechen von 89 für alle in Europa, in Ost und West bedeutete. Vielleicht sogar den Versuch machen, etwas zusammenzudenken, was gerne getrennt betrachtet wird. Was ist aus denen geworden, die ursprünglich hinter dem Eisernen Vorhang waren und denen, die vor dem Eisernen Vorhang waren? Und insofern den Titel unseres Abends auch schon ausweitend für ein offenes Europa mit freien Menschen. Ich darf Aleida Aßmann und nochmals und Doris Grünbein bitten, wenn Sie beide sich sozusagen nebeneinander, oder ich nehme den äußersten Grünen da und so. Es ist natürlich eigentlich völlig unnötig, beide vorzustellen. Sie werden sich einigen. Egal, ich wollte mich genau an einen äußeren Platz setzen, aber wir kriegen das schon. Gut. Aleida Aßmann, Ägyptin, Ägyptologin und Anglistin, kennt sich aus in Kunst, in Literatur, wie man mit vielen Menschen im regen geistigen Austausch stehen und gleichzeitig fünf Kinder großziehen kann. Das hat sie uns vorgemacht. Vor allen Dingen aber weiß sie, wie kulturelles Gedächtnis, Erinnerung und Vergessen die Geschichte und Gegenwart Europas prägen. Und im letzten Jahr wurde sie gemeinsam mit ihrem Mann Jan Aßmann mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. Zuletzt, und das ist ja für uns heute hier Abend entscheidend, erschien ihr Buch Der europäische Traum. Vier Lehren aus der Geschichte. Über dieses Buch werden wir sprechen, vor allem mit Doris Grünbein, Poet, Schriftsteller, vielfach ausgezeichnet, geehrt, unter anderem mit dem Georg-Büchner-Preis. Ein scharfer Kritiker so mancher Beiträge der aktuellen Debatte, die meinen, es mangele diesem Land an Meinungsfreiheit. Und, das ist jetzt nur heute Abend wirklich wichtig, Doris Grünbein ist in Dresden aufgewachsen. Zum Ablauf des Abends. Doris Grünbein startet mit einem uns anregenden, vielleicht und hoffentlich auch aufregenden Text, gefolgt von einem Gespräch mit Aleida Aßmann. Und dieses Gespräch wird so anregend und spannend sein, dass Sie dauernd denken werden, ich möchte was beitragen, ich will ja eigentlich was sagen. Das dürfen Sie. Wenn Ihnen ein Gedanke kommt, dann schreiben Sie ihn einfach auf diesen Zettel, wie wohlgemerkt einen Gedanken auf einen Zettel. Wenn Sie noch mehr Gedanken haben, nehmen Sie einfach noch mehr Zettel. Sie können auf Deutsch oder Englisch schreiben. Diese Karten werden gesammelt zu ab 10 nach 7 und Simon Garnett von Eurozine wird als Anwalt des Publikums im Anschluss an den Dialog Ihre Statements, Ihre Fragen in die Debatte einspielen und wenn wir es schaffen, machen wir das in mehreren Runden. Und kurz nach 20 Uhr sind Sie alle sehr herzlich eingeladen zu einer wirklich besonderen Einweihung, nämlich unserer Lichtinstallation ab sofort, aber dazu mehr nachher, jetzt. The floor is yours, Doris Grünbein. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin sozusagen noch ein bisschen, ganz ein wenig nur unter Schock, weil ich gerade auf dem Weg hierher mit meiner Vespa einen Unfall hatte. Mir hat jemand die Vorfahrt geschnitten, aber ich stehe doch irgendwie, wie soll ich sagen, heil hier, das ist gut. Was alles passieren kann. Das passt aber eigentlich sofort auch zu meinem Eröffnungsthema. Die großen, unerwarteten Ereignisse gewissermaßen. Ich werde hier ganz nur wenige Teile aus einem Sprechertext lesen, den ich mal geschrieben habe für einen Film über die Oktobertage in Dresden. Aber das hat sich ja ganz ähnlich auch dann in Berlin, wo ich selber dabei war und auch verhaftet wurde, abgespielt.
Hier geht es nur um diesen Rückblick auf die Situation in Dresden. Sozusagen, das ist dann so zeilenweise geschrieben. Vielleicht kennen Sie das von Bertolt Brecht. Das ist so quasi wie so ein Sprechermonolog über ein historisches Ereignis. Daher dieser Ton. Prolog. Das Datum 89, die Schulbücher wissen es längst, ist eins der markanteren der jüngeren Weltgeschichte. Für einen Teil der Deutschen war es der zweite tiefe Einschnitt nach 45, eine Zeitenwende. Am Anfang stand Prag und die deutsche Botschaft. Nein, am Anfang war Ungarn das Loch im Zaun, der von der Ostsee bis ans Schwarzmeer lief. Nein, am Anfang war eine freie Gewerkschaft in Polen, in Leipzig das Friedensgebet in der Nikolaikirche oder der Zug der Bürgerrechtler, das neue Forum. Oder ein Schmetterling, der in China auf und davon flog. Ein junger Kreml-Chef mit einem Mal auf der Stirn. Das stand für Reformen. Zurück an den Anfang. Oktoberrevolution 1917, Oktoberreformation 1989. Alpha und Omega einer Bewegung. Der Kreis schließt sich. Das Fabeltier Sozialismus beißt sich selbst in den Schwanz und verschlingt sich. Die Ereigniskette lässt sich nicht auseinanderreißen. Wo immer der Krampf nachließ, kam etwas ins Rollen. Am Anfang stand Prag und die deutsche Botschaft. Da mache ich Sprünge, das wäre sonst zu lang. Demonstration hieß, tausende Menschen wollten so nicht mehr weiterleben, wollten das Land, ihr beschämend angepasstes Dasein verändern. Was aber wollte die große schweigende Mehrheit? Die in den Straßenbahnen und Autobussen, Passanten am Feierabend und auf dem Weg in die Schicht, einzelne Autofahrer an der gesperrten Kreuzung, was wollten sie, die am Rande blieben, im Hintergrund und die am Bildschirm hängen blieben für alle Zeit? Und erst die Mitarbeiter vom Staatssicherheitsdienst, Zivilisten in Windjacken mit Handgelenktaschen, was wollten die Volksaufpasser, die ewigen Schergen? Den Informanten entglitt dieser Tage die Information. Wir sind das Volk, war der letzte Widerspruch, den kein Marxismus mehr auflösen konnte. Die Sprache der Macht und die Sprache der Ohnmacht. Im Volksstaat zwei Seiten derselben Medaille. Wir sind Demonstranten, Provokateure seid ihr. Krawallmacher, Rowdies, feindlich negative Elemente. Wir sind das Volk, der Abschaum seid ihr, der Mob. In Dresdens Semperoper wird derweil Fidelio geprobt. Ein Polizeistaat bäumt sich zum letzten Mal auf. Sie nannten es antisozialistische Zusammenrottung. Das Hundegebell wieder, die Albträume kehren zurück. Und die chinesische Lösung lag jederzeit nah. Die Besetzung der Prager Straße. Mehr als Protest ist sie, mehr als nur Demo, ein symbolischer Akt. Ein sozialistischer Boulevard mit Kino, Interhotels war zum ersten Mal mehr als nur Durchmarschzone. Flaniermeile, Konsumareal aus abwaschbarem Beton. Die Stadt wurde zurückerobert von ihren Bewohnern. Und die chinesische Lösung lag jederzeit nah. Der Bezirksparteichef denkt über den Schießbefehl nach. Wieder ein Sprung, denn wir wollen in die Gegenwart kommen bald. Die Regierung lernt ihr Volk kennen und siehe da, das Volk beißt nicht. Es will nur gehört werden. In diesen Stunden macht das Wort Wende die Runde, ein Funktionärswort, bis heute erfolgreich als Marke. Doch zwei Tage später weist der Staatssicherheitschef erhöhte Kampfbereitschaft an und das Tragen der Schusswaffe für alle Ordnungskräfte im Einsatz. Nach Widersprung, nach den Ansprachen folgt nun die Aussprache. Das war ein Stichwort jener Zeit. Nach den ewigen Monologen, dem Phrasendreschen, zaghaft der Dialog. Ein Volk bricht auf in die Vielfalt der Meinungen. Die Kollektive sammeln sich zur letzten Begegnung, bevor sie zerfallen. Noch einmal steigen wie Atemnebel Illusionen in die Novemberluft. In Berlin ist seit Tagen die Mauer offen. Tausende strömen täglich in den Westen und kommen zurück. Mit Blicken, die immer länger werden, hungriger auch. Ein Gespenst verlässt mit schweren Schritten Europa. Macht sich davon über Grenzen, die keine mehr sind. Die Sowjetunion überlässt ihre Satelliten sich selbst. Das kleine Land kommt ins Trudeln. Wen wundert es, wohin die Anziehungskraft wirkt? Übers Jahr schon wird Deutschland vereinigt sein. Epilog.
Die Frage, ob die Deutsche Demokratische Republik ein Unrechtsstaat war, ist eine Historikerfrage. Für den Einzelnen gab es den Alltag, die kleine Ewigkeit, das überschaubare Leben mit Einschulung, Kegelabend, Urlaub auf Usedom und am Sonntag Autowäsche. Ein Alltag aus Schlangenstehen und Kohlenschleppen, Kinderfasching und Brigadefeiern mit Wodka-Seligkeit. Sport war das Größte, die Olympiade ein DDR-Triumph. Zum Geburtstag gab's Truppenparaden im Stechschritt. Es ließ sich Leben so dank Fußball- und Musikfest spielen, in Dresden zumal, der Stadt mit den höfischen Traditionen. Ein Spaziergang am Elbeufer im Sommer Dampferfahrten und der Romantikermond überm blauen Wunder. Unsichtbar bleibt, was nach Erstürmung der Zentralen der Überwachungsstaat heißen wird, der Angstapparat. Den Gesichtern im Freibad sieht man die Mauer nicht an, im Stadion am Theaterabend war der Stillstand vergessen. Passiv standen sie auf Seiten der Staatsmacht, die doch nicht ihre war. Einige machen sich das Leben schwerer als andere und man wird niemals erfahren, warum. In der Tiefe der Zeiten herrscht ein anderes Licht, das Licht der Archivaufnahmen, fotografisches Licht. Geschichte erscheint darin ins Schwarz-Weiße entrückt, so wie hier auf dem Bild. Die Menschen leben in einer Hülle aus Gegenwart, die später alt und grau aussieht. Das Gespinst ist noch da, doch die Menschen sind alle gegangen. Nie wieder werden sie denselben Platz einnehmen. Keiner hält mehr die alten Positionen, jahrelang falsch. Wie sagt der Dichter? Wir sind so arme, flüchtige Fakten und dies ermahnt uns, jeder Figur auf dem Foto einen lebendigen Namen zu geben. Und Nadjeschda Mandelstam schrieb, Zitat, wir alle befanden uns in einem Zustand, der dem hypnotischen Schlaf sehr nahe kam. Man hatte uns eingeredet, in unserem Land würde sich niemals mehr etwas ändern und die übrige Welt müsse nur bis zu unserem Zustand gelangen. Das heißt, auch in die neue Ära eintreten, dann gäbe es niemals mehr Veränderung. Danke. Vielen Dank, Doris Grünbein, also nicht nur Schriftsteller, sondern auch Überlebender von unvorsichtigen Verkehrsteilnehmern. Vielen Dank, dass Sie trotz des Schocks zu uns gekommen sind. Frau Aßmann, wenn ich, die ich wenige Jahre später in Berlin-Pankow geboren ist, Doris Grünbein zuhöre, dann steigen viele innere Bilder auf. Was sind Ihre inneren Bilder zu 89 und zum Ost-West-Thema 89? Ja, also ich bin da ganz auf der anderen Seite, weil ich nicht mich rühmen kann, hier als Zeitzeugin dieser Ereignis aufzutreten. Ich war da sehr marginal in der Peripherie. Aber je länger ich über dieses, das hing damit zusammen, dass ich gerade aus USA zurückkam von einer Reise, also viel zu weit weg war, aber dann auch noch wir einen Haushalt ohne Fernsehen haben. Ja, das ist also ein pädagogisches Prinzip. Und das hat uns da sehr geschadet. Und unsere Kinder haben uns das natürlich auch genau mit Nachdruck vorgehalten. Weshalb sie dann alle zum Film gegangen sind, weil sie das Bildmedium einfach ins Zentrum ihres Lebens gestellt haben. Aber schon, also dieser Abstand, den ich da hatte, steht aber in einem ganz starken Kontrastverhältnis zu der Bedeutung, die dieses Ereignis in meinem Leben hat. Und das ist ganz merkwürdig. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr weiß ich, dass 89 ist die Wende sozusagen in meinem Leben gewesen. Auch hier hat sich das schon vorher angekündigt, durch die 80er Jahre, wie Doris Grünbein so schön gesagt hat, die Ereigniskette reißt nicht ab, die ist durchgängig und irgendwann machen wir einen Schnitt. Aber für mich war mit 89 auch das Ende einer Ära besiegelt und das Ende einer Ära eigentlich auch auf beiden Seiten. Also ich möchte mal die These hier vertreten, dass sich nicht nur in der DDR was geändert hat, sondern ganz viel auch im Westen. Ich bin das Produkt dieser Veränderung und ich lebe und zehre von dieser Veränderung.
Und ich würde erst mal sagen, also was zu Ende gegangen ist, ist ein Zeitgefühl, was Osten und Westen gemeinsam geteilt haben. Es gab nämlich im Kalten Krieg mit dem ganzen Spannungsverhältnis doch etwas, was unerschütterlich auf beiden Seiten propagiert wurde, und das war eine bessere Zukunft. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Das war genau dieselbe Idee im Westen wie im Osten. Und man hatte ein klares Fortschrittsnarrativ. Man wusste, dass alles Gute in der Zukunft kommen würde. Und es war eine Technikglaube, der einen dann eben auch auf den Mond getrieben hat. So zuversichtlich war diese Zukunft. Alles würde sich auf Mond oder Mars irgendwann mal abspielen. Dieser Zukunftsglaube ist zusammengebrochen mit dem Wissen um die Klimakrise, um die Endlichkeit der Ressourcen, um die Zerstörung und den Raubbau auf dieser Erde. Das Wissen ist stärker geworden. Und man wusste auch, dass es diese Zukunft möglicherweise gar nicht mehr gab, wenn man nicht etwas für sie tat. Was aber auch sich verändert hat, war, dass nämlich mit diesem Zukunftsglauben die Vergangenheit nichts zählte. Die Vergangenheit war ad acta gelegt in beiden Hemisphären, in Ost und West. Spielte keine Rolle. Und plötzlich gab es nicht nur eine Erweiterung im Raum, dass man wieder Grenzen überschreiten konnte und plötzlich eine unbekannte Welt kennenlernen konnte, sondern auch in der Zeit, die Vergangenheit kam zurück. Mit der Erosion der Zukunft tauchte die Vergangenheit wieder auf. Schirmacher titelte in im Osten erwachte Geschichte, war ein Titel. Und in Westeuropa fingen die Überlebenden des Holocaust an zu sprechen. Also die hatten jetzt endlich Gehör nach 4 Jahrzehnten kollektiven Beschweigens. Also es war, hat unendlich viel ist zusammengebrochen und es hat neu begonnen für mich. Und das Europa, in dem ich lebe, ist eigentlich überhaupt erst nach dieser Wende entstanden. Ist das etwas, was Sie unterschreiben würden, Herr Grunberg, dass die Vergangenheit zurückgekommen ist? Oder war es so, dass, was er leider erstmal beschrieben hat, weil es ja sozusagen das Ende des industriellen Zeitalters, nicht wie Reckwitz auch beschreibt, was dieses technikfreundliche, Technik geradezu versessene, fortschrittsgläubige. Und ist das eine ähnliche Erfahrung auf östlicher Seite, wenn man es auch mal weiter östlich guckt, ist die Vergangenheit in der Weise zurückgekommen, sind die Opfererzählungen zurückgekommen oder was würden Sie das auch so beschreiben? Oder war es nicht ein, hey, jetzt haben wir hier mal Anteil an der liberalen Zukunft? Also ich kann sagen, ich bin in diesem Moment ins Paradies der Informationen gekommen, da, wo ich immer hin wollte. Mir fehlten Informationen, mir fehlten Bildungsmöglichkeiten, mir fehlte eine gewisse Literatur. Also für mich hat sich damit ein Traum erfüllt, sozusagen. Ich komme dem Wissen der Menschheit näher. So paradox das klingt, ich habe dann gemerkt in den 90er Jahren, dass das anscheinend ein Missverständnis war, weil mir viele Westler dann entgegenkamen und sagen, du musst aufhören, praktisch an diese Bildungsträume zu glauben. So. Ich bin aber immer noch gewissermaßen in diesem Paradies. Ich ersticke da quasi jetzt inzwischen unter diesen vielen Informationen. Aber es hat nicht aufgehört, dass ich seither beinahe jeden Tag Selbstaufklärung betrieben habe. Also wenn ich höre, die Archive haben sich dann geöffnet, das stimmt. Übrigens auf beiden Seiten ja. Und wir alle wissen heute mehr über die Geschichte des Stalinismus. Und wir alle wissen heute mehr über die Geschichte des Nationalsozialismus. Und die Fachliteratur zum Holocaust ist Kilometer länger geworden. Nicht? Hat überhaupt erst begonnen, müsste irgendein Schlussstrich sein, ist so absurd, auch nur allein auf dem Wissenssektor, weil wir viele Dinge jetzt erst erfahren. Nicht? Das ist praktisch der tägliche Hintergrundsound. Und nun kommen aber plötzlich ganz neue reale Probleme auf mich zu. Und ich muss mich entscheiden, worüber wir hier heute Abend reden wollen.
Was Sie wollten. Ich wollte nur noch mal unterstreichen, was er gerade sagte, aber noch verschärfen. Diese ganze Forschung ist überhaupt erst entstanden mit der Öffnung osteuropäischer Archive. Also Raoul Hilbergs Werk, überhaupt erst in den 90er Jahren, machen Sie sich das mal klar. Ich sage, ab den 80ern fing das mit den Zeugen an, dass sie anfingen zu sprechen. Aber dann kam 85 die Weizsäcker Rede und es brach sozusagen ein Rahmen des Schweigens zusammen. Aber tatsächlich die Forschung, dass das in alle europäischen Länder einbrach. Also machen Sie sich mal klar, wenn wir Frankreich nehmen und Vichy. De Gaulle hat noch in den 50er, 60er Jahren gesagt, Frankreich braucht keine Wahrheit, Frankreich braucht Hoffnung. Da haben Sie wieder diesen Zukunftsorientierungsgedanken. Oder Mitterrand noch in den 90er Jahren sagte, Vichy, ce n'est pas la France. Ja, das konnte der noch sagen, aber das konnte sich dann nicht mehr halten lassen, nachdem Henri Rousseau und andere Historiker das Buch über Vichy, ein zweites Buch, geschrieben haben. Und Ähnliches galt überhaupt für die Forschung. Wir machen uns nämlich gar nicht klar, wie kurz diese Fristen überhaupt sind. Und deswegen sage ich nochmal, dieses Wendedatum ist für mich so wichtig, weil ich das sehr stark registriere und ich datiere diese Momente und ich habe sie ja auch miterlebt. Für mich ist das meine autobiografische Zeugenschaft, dass ich mich frage, seit wann wissen wir das? Wer hat das aufgebracht? Wann wurde es zum ersten Mal ausgesprochen? Also, und da kann ich einfach bestätigen, dass parallel im weitesten Sinne zum Fall der Mauer eben ganz viele andere Mauern auch noch gefallen sind. Also 89 als Chiffre für menschenrechtliche ja auch Wiederentdeckung von Opfererzählungen von Menschen, die nicht zu Wort gekommen sind. Wenn wir an einer unserer wichtigen Partner in der Bölschewitz Memorial, die ja auch in den 80er Jahren ihre Arbeit begonnen haben, dann in den 90er Jahren wirklich ausbauen konnten. Ja, und worüber wir reden müssen, ist dieser Unterschied zwischen der Wahrnehmung 89, der Aufbruch, wo der Versuch, also ich finde, dass wir jetzt vielleicht zu dritt so ein bisschen den Versuch gemacht haben, auch mit Katrin Hattenhauer zu schauen, was war das eigentlich für ein Aufbruchsmoment und für ein voller Versprechen, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Information, Geschichte. Und wo sind wir jetzt hingekommen? Also gerade der Blick in die Vergangenheit hat sich verkehrt, ist zum Raub von Kräften geworden, die Vergangenheit zur Zukunft erklärt haben. Aber was für eine Art von Vergangenheit? Und wir sehen eine Verfestigung von Narrativen, die sich genau auf dieses 89 beziehen. Und die offensichtlich wirken aufgrund, Frau Papp hat das geschildert, aufgrund von Enttäuschungen, von Erwartungen, die enttäuscht worden sind. Was sind das für Narrative, was sind das für Enttäuschungen? Na ja, zunächst will ich wieder den Moment festhalten von 89 und den Folgen, dass praktisch gewissermaßen alle Weltanschauungen in ihrer unheimlichen Arroganz und Erklärung der Welt, Selbstgewissheit, zu Fall gekommen waren. Ich habe das wirklich als eine völlig neue Art von sozialem Miteinander umgehen gesehen. Alle sozusagen die offiziellen Vertreter des Staates waren über Nacht kleinlaut geworden. Aber auch die Politiker im Westen fanden sich in einem neuen Raum und mussten eine neue Sprache einüben. Also es gab viel, viel weniger Antworten als früher. Nicht diese vielen Selbstgewissheiten im Stellungskrieg des Kalten Krieges und so weiter, die waren jetzt weg. Und jeder war im Grunde gleich schlau oder gleich dumm in der Situation. Das halte ich für einen utopischen Moment. Die blühenden Landschaften? Utopischer Moment. Ich will damit sagen, das ist für mich schon mal ein utopischer Moment. Wir hatten vorher auch ein bisschen gesprochen, dass für mich vor allen Dingen an diesem Datum dieses Momentum der Freiheit so wichtig ist. Ich kann sie aber auch eigentlich negativ definieren und sagen, das allein ist schon Freiheit, dass alle nicht mehr richtig weiter wissen. Das ist besser, als wenn sie immer glauben, weiter zu wissen. Insofern muss ich immer warnen, jetzt wird ja oft auch gerade von linker Seite gefragt, ja, wo sind denn jetzt neue Utopien? Ja, ich gehöre zu denen, die sagen, Gott sei Dank haben wir erstmal keine. Ich habe das als positiv empfunden. Heißt aber auch, und jetzt komme ich zurück auf dieses Exposé, in diese Leere oder Lücke oder in diese Orientierungslosigkeit stoßen natürlich jetzt Kräfte rein, die neue Narrative anbieten. Von denen wir allerdings, die meisten von uns hier nehme ich an dem Raum, wissen, die könnten die ganz schnell
destruieren. Das sind also Mythologeme, nationalistische Konstruktionen und. Wir hier, wie wir sitzen, ich nehme an, wir sind uns da fast alle einig, könnten diese Dinge sofort wieder abbauen und aufklärerisch zerstören. Aber das scheint nicht für alle zu gelten, sondern es gibt anscheinend ein Bedürfnis nach Erzählung. Übrigens auch nach falschen Erzählungen. Besser als gar keine ist anscheinend auch falsche Erzählung. Es gab, glaube ich, nicht nur die Schließung durch neue Erzählungen, falsche Erzählungen, sondern auch durch übereilte Schritte, die dann Dinge festklopften und dann Tatsachen geschaffen haben plötzlich. Aber ich möchte es auch nochmal unterstreichen, dieses Wunder eigentlich, diese Geschichte, die ja niemand vorhergesehen hat. Die Prognosen waren nicht da und die Überraschung war so groß. Ich nenne nur meine Kollegin Ute Frevert, die hier Historikerin ist in Berlin, die war damals gerade am Wissenschaftskolleg. Und während am Wissenschaftskolleg doch viele an dem Abend dann in Richtung Brandenburger Tor geeilt sind, verzog sie sich in ihr Arbeitszimmer am Abend noch, um eine Rezension zu schreiben. Also sie saß im stillen Kämmerchen, schrieb als Historikerin der Gegenwartsgeschichte ihre Rezension und da draußen spielte sich vor der Haustür das ab. Also es war ein Sie ist Historiker, genau, aber sie erzählt die Geschichte. Also das ist auch wiederum ein Teil ihrer Geschichte. Das Wunder besteht darin, dass sich ein Ereignis abspielt. Da finde ich den Begriff der Clowns, des Clowns auch so schön, dass es eigentlich keine wirklichen Helden gibt, weil die Helden selber überrumpelt sind und ihre Mission gar nicht erfüllen können. Es ist so etwas wie ein Stück, das gespielt wird auf einer Bühne, aber niemand kennt den Text des Stückes. Ja, es ist wie ein Theaterstück und alle spielen etwas, aber jeder guckt, hoffentlich weiß der andere, was hier gerade läuft. Ja. Diese tiefe Unordnung oder Nichtordnung, besser gesagt, ist natürlich ein unglaublicher Moment der Freiheit. Das ist eine reine Utopie, wenn man so will. Und dann kommen allerdings ganz schnell Schlag auf Schlag die Antworten, bevor überhaupt Fragen gestellt wurden. Und da muss man wahrscheinlich Kohls Symbolpolitik dazu rechnen, aber natürlich auch die Treuhand. Und plötzlich waren diese Antworten alle schon da und im Raum, ehe überhaupt noch darüber gesprochen werden konnte. Aber ich würde es gerne jetzt noch mal von Deutschland aus auch ein bisschen ausweiten. Wir haben ja auch einen europäischen Ansatz heute. Gab es nicht auch diese Siegerpose? Gab es nicht diese, was Fukuyama, Ende der Geschichte, bedeutet ja im Grunde, der Liberalismus hat gesiegt. Und das, was, ich kann nur noch mal auf das Eingangsstatement verweisen. Und ihr müsst einfach das so machen, wie wir das hier machen, wir brauchen keine Korrekturen. Also dieser Moment der Verunsicherung, war der wirklich überall? Also dass er bei den Intellektuellen vielleicht hier und da war und bei Politikerinnen und Politikern, die es überspielt haben. Aber gab es nicht auch genau diese Vorstellung, auf der einen Seite, wir wissen, was für euch gut ist und auf der anderen Seite, wir wollen das haben. Nicht? Wir wissen heute aus dem, wir werden darüber ja noch viel mehr erfahren, wenn die Archivfristen ablaufen, wie stark eine nicht mandatierte Verhandlungsgruppe, was die DDR angeht, gegenüber den Westverhandlern gesagt hat, wir wollen einfach alles so haben, wie ihr das habt im Westen. Also ich würde sagen, Fukuyama hat jetzt 30 Jahre später nachgezogen und sein zweites Buch aufgelegt zu dieser Geschichte. Also er hat sich selber revidiert und nachdem also der Spannungsmotor der Geschichte erstmal ausgelaufen war, hat er jetzt einen neuen Spannungsmotor der Geschichte entdeckt und das ist die Identitätspolitik. Und insofern hat er jetzt sich selbst abgedatet und ist wieder sozusagen auf den Boden der Gegenwart zurückgekehrt. Aber tatsächlich im größeren europäischen Rahmen, ich finde es sehr wichtig, dass wir diese Veranstaltung haben und ich finde es wichtig auch, dass wir Jahrestage haben. Bei dir heißt es mal, so ein Jahrestag ist ein Kassensturz oder eine Generalrevision.
Jahrestage werden oft belächelt. Meine Kollegen verhöhnen das und sagen, einzige Rationalität hinter einem Jahrestag ist die Null, ja, wenn wieder mal ein rundes Datum kommt und es ist einfach völlig metrisch und es ist sinnlos und ein Ritual. Das sind die ganzen kritischen Einwände dagegen, aber in Wirklichkeit ist es eine große Chance, dass man sich nach 30 Jahren, das ist ja ungefähr die Spanne einer Generation, über dieses Ereignis unterhalten kann und im Unterhalten dieses Ereignis zurückholt, vielleicht auch reinszeniert, durchleuchtet, neu besichtigt, bespricht und vielleicht auch verändert weiterträgt. Und was mir jetzt zum Beispiel fehlt in der heutigen Situation, wenn ich darüber nachdenke, ist, dass wir gar keine wirkliche Erzählung dazu haben, weil die Stimmen so auseinandergehen. Und vielleicht auch, weil die Stimmung so vieles überdeckt und es vieles zurückzuerobern gilt an diesem Ereignis. Und ich denke da einfach nur mal an den Stolz. Der Stolz ist weg. Der Stolz darin, dass es sich hier um die erste und einzige geglückte deutsche Revolution handelt. So habe ich das nämlich von meinem Kollegen Wolfgang Schuller in Konstanz gelernt, der ein Buch darüber geschrieben hat mit dem Titel Die deutsche Revolution, also sehr pathetischer Titel. Und er meinte das auch und seine These war, er ist in allen ostdeutschen Städten rumgereist als eigentlich Althistoriker, aber in diesem Fall Gegenwartshistoriker, hat mit allen Leuten gesprochen und hat festgestellt, dass das kein zentralistisches Ereignis war, sondern ganz gleich verteilt. Jede Stadt hat ihr 89. Finde ich eine großartige Entdeckung, die ich da von ihm habe und ist mir ganz, ganz wichtig. Wir denken natürlich immer verkürzt an bestimmte Städte, die im Vordergrund stehen. Aber das ist auch überhaupt für die Erinnerungsgeschichte, die mich interessiert, eben auch wahnsinnig wichtig, im Gegensatz etwa zu Frankreich oder anderen Ländern, dass in jeder Stadt etwas stattfindet. Also ich finde dieses wirklich ortsverteilte Geschehen, wovon der andere gar nichts wissen muss und die Zeitungen verkünden das auch gar nicht gegenseitig. Also es ist etwas, was aus der Generalkommunikation herausfällt, was aber tatsächlich so etwas wie die politische Energie doch eines Landes irgendwie doch sehr stark auch abbildet. Also überall fand es statt und es war die einzige erfolgreiche Revolution. Das sollten wir mal wieder höher hängen und wir sollten denen, die da beteiligt waren, auch wenn sie schnell wieder mundtot gemacht wurden und enttäuscht wurden durch die dann übereilten Entwicklungen, ihnen diesen Moment auch wieder zurückgeben. Also wie ist es jetzt gelungen, das Gefühl von dieses emanzipatorische Moment in den Leuten zu ersticken? Vielleicht unter anderem eben auch durch zwanghafte Interpretationen dieses Ereignisses, beziehungsweise dann durch das Aufkommen von sogenannten Sachzwängen. Ja. Es geht ja dann sofort konkret weiter, was ist die neue Innenpolitik, was ist die neue Außenpolitik, was ist die Wirtschaftspolitik, was ist die Kulturpolitik und so fort. Die Kulturpolitik war übrigens, kann man sagen, fast die offenste Aktion. Nicht? Da war am wenigsten von irgendeiner Form der Obstruktion zu spüren. Die Wirtschaftspolitik, ich will jetzt von meiner Seite aus nicht diese Kritik erneuern, da ist viel geschrieben worden. Das Stichwort Treuhand fiel, auch da gibt es ja verschiedene Deutungen, aber unterm Strich lässt sich wohl auch historisch festhalten, dass hier sozusagen eine andere Matrix über ein Land gelegt wird, bevor es vielleicht die Möglichkeit hatte, irgendwie eine Eigenverwaltungsstruktur aufzubauen. Andere sagen wieder, dafür hätte es auch nie eine Chance gegeben. Das sind alles Fragen, die ich persönlich leider offen lassen muss. Ich bin kein Fachmann. Aber die haben natürlich zu all diesem Unmut geführt. Und Stichwort auch nochmal Siegerpose. Das finde ich eben sehr interessant. Bei dem Wort Sieger denke ich zum Beispiel automatisch an die Sieger des Zweiten Weltkrieges. Und das waren nun mal alle vier Alliierten zusammen. Was 89 passiert, das ist sehr interessant für Historiker. Einer dieser Alliierten gerät über Nacht in eine seltsame Schwächeposition. Das ist eines der großen Rätsel, die Schwächeposition der Sowjetunion, die tatsächlich von Putin aus heute immer wieder als Kränkung erfahren, dann so ausgesehen hat, dass anscheinend die sowjetische Seite wie eine ganz schlechte Verhandlungsposition hatte. Die haben sich über den Tisch ziehen lassen.
Wenn man die Situation, sagen wir mal, in Jalta dagegen hält, wo sie souverän entscheiden konnten über das gemeinsam dann quasi mit hohem Blutzoll zurückeroberte Europa. Das ist eines der großen Rätsel und wir sehen, wie eine mögliche Korrektur jetzt aussieht. Die russische jetzige Politik, neue Machtpolitik, sehe ich auch wieder als Korrektur dessen, leider. Da ist viel versäumt worden. Das heißt, es könnte sogar sein, dass da eine falsche Siegerpose am Werk war. Aber korrigieren Sie mich, wer waren die Sieger tatsächlich? Großmachtstrategie als Antwort auf das Opfernarrativ, die Kolonisierungsthese, diese negativen. Ich möchte aber gleich in Klammern hinzufügen, es gab ja zwei Mächte, also die Briten unter Thatcher, die Franzosen unter Mitterrand, die tatsächlich lange von einer Zwei-Staaten-Lösung geträumt hatten. Das war nun mal wirklich deren Modell. Und durchgesetzt hat sich das Modell Kohl im Verein mit den Amerikanern, sonst wäre es ja nie funktioniert, aber die haben relativ schnell grünes Licht gegeben und die Russen haben sich zurückgezogen. Das ist natürlich ist eine fundamentale Weichenstellung, vor allem für uns Deutsche. Also ein Geschenk. Bei gleichzeitigem Zusammenwirken mit der Bevölkerung. Nicht? Die Massenabwanderung hatte natürlich erstmal diesen enormen Druck geschaffen. Das kommt dann. Jetzt gucken wir uns die Innenpolitik an. Wie hätte denn diese Siegerpose seitens Russland aussehen können? Das war ja die große Angst. Das hätte, wenn wir hier von einem Wunder sprechen und von einer geglückten Revolution, dann ja nur, weil nicht wie in Prag oder so die Panzer einrollten und geschossen wurde. Und es gab ja Orte, das haben Sie ja, Frau Überscher, auch schon angesprochen, 23. Januar 1991 in Vilnius. 14 Menschen wurden da umgebracht oder auch von Panzern überrollt und 1.000 verletzt. Also dieser Blutsonntag ist Teil dieser Wendeerfahrung in diesem Land. Und wenn man da auf diesem Friedhof gestanden hat, vergisst man das auch nicht mehr. Also dann weiß man auch, wie viel Glück man hatte und dass der Zufall mal so oder so hätte spielen können. Also in diesem Fall war ja Russland auch in einer Situation, dass entweder den Status quo aufrechterhalten mit Gewalt oder sich dieser Wende anschließen. Und da gab es eben keine Beweglichkeit, die schnell genug war, um aus der neuen Situation, von der wir haben alle davon gesprochen, dass alle überrollt waren, aber für ihn wahrscheinlich am schwersten, aus der neuen Situation etwas Positives für sich zu machen. Und dass das versäumt wurde, hat natürlich lang anhaltende Wirkungen, die wir jetzt alle mitbekommen. Naja, vielleicht sprechen wir doch mal von diesem Handlungsdruck jener ersten Jahre. Das ist ja heute klar erwiesen, dass es Kräfte gab. Zählen wir gerne die Bundesregierung dieser Zeit hinzu, die dann relativ schnell einen Fahrplan hatten. Und andere hatten überhaupt nicht mal die Vorstellung darüber, dass man nun einen Fahrplan aufstellen muss. Das ist natürlich ein Handlungsvorteil. Und da wurde praktisch so ein Druck geschaffen. So habe ich es damals auch wahrgenommen. Ich dachte, eine Maßnahme jagt hier die nächste und bald ist schon Wahl. Und das ist einigermaßen klar, wie die dann ausgeht. So, und so ist gekommen. Und ich will aber zurückkommen auf die Frage. Und das alles hat natürlich am Ende oder jetzt in einer Bilanz nach 30 Jahren zu enormen Verwerfungen geführt. Jetzt ist vielen klar, dass sie da wahrscheinlich unter die Räder gekommen sind. Sie nie gefragt worden. Ich finde es trotzdem immer bemerkenswert, bei Umfragen hört man, dass aber doch eine größere Mehrheit auch der Ostdeutschen praktisch ihre jetzige Lebenssituation als eher positiv einschätzt. Da ist nochmal ein Widerspruch. Auf der anderen Seite wird aber an ganz vielen kritisiert. Und es gibt natürlich das Hauptproblem, die mangelnde eigene, wenn man so will, demokratische Aktivität. Ja. Also dieses Phänomen, dass viele das weiterhin als Zuschauer betrachten, alles, was in diesem Land passiert, also wie so ein Menü, das kann man abbestellen vielleicht, aber man muss nicht selber dazu tun. Das sehe ich als ein Problem. Was vielleicht nochmal auf die Ost-Ost-Debatte führt. Also Ines Geipel sagt, der Osten ist heillos zerstritten und der Westen schweigt. Und ich finde, da ist was dran. Also wir haben sehr unterschiedliche Erzählungen. Wir beobachten gerade in den deutschen Feuilletons einen wirklichen Kampf um die Deutung. Wer hat eigentlich 89, wer hatte die Handlungshoheit? Waren das die Dissidenten, waren das die Bürgerbewegungen oder waren es die Massen, die ja auch keine Massen waren, wie Sie ja vorhin auch nochmal ausgeführt haben. Und wir haben keine Erzählung davon.
keine gemeinsamen Erzählungen. Nicht mal sozusagen unter uns Ossis und schon gar nicht stimmen wir uns ab mit den Tschechen, mit den Polen, mit den Leuten in Ungarn. Ja, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, denn tatsächlich haben die ehemaligen Warschauer Paktstaaten einen ganz wichtigen Anteil an dieser Vorgeschichte des Falls der Mauer oder des Eisernen Vorhangs. Und es wundert mich, dass diese Geschichte gar nicht erzählt wird. Für mich ist das die emphatisch europäischste Geschichte überhaupt. Wie können wir denn ein gemeinsames Europa Ost und West aufbauen, wenn wir diese wichtigen Dinge nicht erinnern? Also ich komme wieder auf mein Erinnern und Vergessen zurück. Es geht nicht immer nur darum, die Geschichten des Leids und der Traumata zu erinnern, sondern es gilt auch, Erfolgsgeschichten und Erfolgsmeldungen zu registrieren und diese zusammenzufügen. Und da komme ich wieder mit meinen Helsinki-Gruppen, die seit 1975 entstanden sind in den Ostländern. Und überall hatte man plötzlich dadurch, dass die Menschenrechte als ein Referenzbegriff eingeführt wurden in diesen Ländern, eine Möglichkeit, sich auf etwas zu berufen. Und das war Václav Havel, Charta 77 in Tschechien, das war natürlich Solidarność in Danzig, es war aber auch Adam Michnik in Polen. Also es gab überall Gruppen, und ich muss hier mal den einen Rumänen, der in Ungarn gelebt hat, mal zitieren, der das alles so deutlich und emphatisch ausgesprochen hat, was wir alle nicht mehr wahrnehmen und was ich auch erst wieder lernen musste. Er sagt nämlich, dass der Systemwechsel, den hat zwar nicht das ganze Volk gemacht, erstmal sagt er, viele Politologen sprechen davon, dass das von oben kam, Unsinn, es hat zwar nicht das ganze Volk gemacht, aber wir waren damals 2-3 Millionen Menschen, es gab Clubs, Debatten, Versammlungen, Demonstrationen, es gärte unglaublich in der Gesellschaft. Dieser unbändige Freiheitswille von 89, dieses Freiheitspathos, das war ein Augenblick von sehr großer Schönheit. Das bleibt. Ja, das sagt er in einem Interview letzten Jahres, das bleibt. Natürlich ist das überhaupt nicht geblieben, keiner spricht mehr davon. Und die Frage ist, wie man genau diese Erinnerung an diesen Freiheitsaugenblick, der ja errungen war, und wenn man von dem Freiheitspathos spricht, kann man das eigentlich nur tun, wenn man diese Freiheit auch selbst errungen hat. Man muss sie erst mal erobern. Und der Kampf um diese Freiheit bestimmt die Qualität dieser Freiheit. Und nur wer das geschafft hat, weiß, wovon er eigentlich spricht. Und deshalb ist es wichtig, diese Geschichte zu erinnern, weil sie tatsächlich ein ganz zentrales Narrativ für das neue Europa für mich ist, das eben nach 89 nochmal vollkommen neu entstanden ist. Ja, ich habe irgendwo mal geschrieben, ja, wir haben in diesem Moment die Freiheit von ferne gegrüßt. Bevor uns etwas entgegenkam, was vielleicht sogar der Todeskuss für diese Freiheit war. Das ist natürlich ein poetisches Konzept, Sie hören das alles schon heraus. Ja. Ich bin jetzt nicht jemand, der primär das Leben von seiner wirtschaftlichen Subsistenz her denkt. Das muss ich natürlich eines Tages, in dem Moment, wo man Familie hat, aber diese Freiheit, die hier gemeint war, war natürlich, der Philosoph würde vielleicht sagen, die Öffnung einer Lichtung, einer gemeinsamen Lichtung, die entsteht, von der wir noch nicht wirklich wissen, was wir auf dieser Lichtung gemeinsam Neues tun können. Es war aber tatsächlich so, dass dann ganz schnell viele, viele Antworten kamen. Nicht? Also ich wurde dann auch relativ bald belehrt, dass es im Grunde schon strukturell alles gibt, wonach vielleicht Leute im Osten oder in ganz Osteuropa in diesen Tagen von 89 gesucht haben. Ich erinnere mich zum Beispiel, und man müsste es genau zitieren, an den Versuch einer Debatte von Christa Wolf, die einen Brief an den Philosophen Habermas schreibt und ihn bittet, ob man nicht vielleicht gemeinsam eine Art Verfassungsdebatte in Gang setzen könnte. Und das ist interessant, und ich gebe gleich zu, dass ich die Haltung des Philosophen durchaus nachvollziehen kann, der sagt, es ist eigentlich nicht nötig, weil es ist alles da.
dieser Text muss zum Beispiel nicht korrigiert werden, sondern ihr müsst ihn lernen wahrscheinlich. Ihr müsst ihn sogar auswendig lernen. Das würde völlig genügen. Bis heute kann ich nichts gegen dieses Argumentieren tun. Ja? Aber ich habe das war natürlich dann eine Kränkung für die Ostseite, die ins Gespräch kommen wollte. Aber ist das Lernen nicht genau das Stichwort? Ich habe mir jetzt noch mal gefallen, wie Sie es am Anfang gesagt haben, Frau Ostmann, ich war keine Zeitzeugin mitten sozusagen im Geschehen in der DDR, aber es war für mich eine wirkliche, also Lebenswende, ja, gemäß nicht Grenzwende, sondern Lebenswende. Und daraus entwickeln Sie ja auch in Ihrem Buch die Idee der Lerngemeinschaft, in der wir vielleicht zu etwas kommen, was Sie oft in Ihren Empfehlungen für eine europäische Erinnerungskultur geschrieben haben. Wo ist eigentlich der Kontext? Wo ist der Rahmen? Wo hinein gehören unsere Erinnerungen? Und wie lernen wir gemeinsam weiter? Vielleicht, ich würde mich freuen, wenn Sie nochmal diese, weil das für mich so ein nach vorne weisendes Narrativ sein kann. Wir lernen gemeinsam, bevor wir dann Herrn Garnet hören, der uns die Äußerungen und Fragen, Anregungen von Ihnen hereinspielt. Ja, Ingeborg Bachmann hat ja mal gesagt, die Geschichte lehrt immer zu, aber sie findet keine Schüler. Ja. Da möchte ich aber sagen, nein, ich habe ein Ausnahmebeispiel und das ist die Europäische Union. Und indem ich diese Lehren rekonstruiere, zurückgehe zum Jahr 1945 und auch schaue, welche Lehre wann gelernt wurde, in welcher Reihenfolge und auch in welcher Neuauflage und Veränderung, versuche ich diesen Einigungsweg der EU nachzuvollziehen und auch zu vollziehen, das Gemeinwesen, in dem ich lebe. Das ist ja eigentlich alles eine Form der Selbstaufklärung, die ich dabei mache, weil sich die Welt, meine Umwelt so stark verändert hat, dass ich eben ständig selber lernen musste, um zu wissen, in was für einer Welt ich lebe. Und diese Lehren, die staffle ich deswegen auch. Also zunächst mal nach 45 sind es die beiden klassischen und bekannten Lehren der Friedenssicherung auf der einen Seite und der Demokratisierung, wobei die Friedenssicherung wirklich geradezu schon biblische Ausmaße hat, weil hier tatsächlich Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden, also die Schwerter, nämlich Kohl und Stahl, also das, was man für eine Rüstungsindustrie braucht, werden plötzlich die Grundlagen für eine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Und tatsächlich dieses Wirtschaftswunder, was sich dann vier Jahrzehnte lang entwickelt, ist ja dann auch im Grunde das, was den Westen zunächst einmal in eine neue Situation überführt hat. Die Demokratisierung ist genauso wichtig, weil ein großer Bestandteil der europäischen Nationen eine Diktaturerfahrung haben. Es gibt nur wenige Länder, die das gar nicht haben. Dazu gehört zum Beispiel England. Und wenn vom Brexit die Rede ist, wird mir auch vorgehalten, da müssen wir gar nicht rein in diese EU. Wir sind ja kein haben diesen Reformverein gar nicht nötig. Wir waren ja nie eine Diktatur. Das waren die ersten zwei und die kamen natürlich beide 89 noch mal ganz stark zum Tragen. Aber es kamen, wie ich meine, eben noch zwei Lehren dazu. Und das eine ist das, was ich diese selbstkritische Erinnerungskultur nenne, dass eben Nationen anfangen, sich nicht nur über Ehre und Stolz zu definieren und die Geschichte immer auf das zusammenzuschneiden, was gerade das positive Selbstbild stärkt, sondern eben sich auch an negative Episoden der eigenen Geschichte, auch Verbrechen erinnern. Das ist total neu, das hatte ich schon angedeutet mit de Gaulle und Mitterrand und dann kommt Vichy dazu und die Franzosen haben das also einbezogen oder sogar die Schweiz. Die Neutrale hat einbezogen, dass die Banken und die Grenzen eben auch Teil ihrer Geschichte sind. Also Kollaboration wird Teil der eigenen Geschichtserzählung. Das ist etwas ganz Neues, was übrigens im Punkt Kolonialgeschichte noch nicht besonders gut funktioniert. Aber das ist sozusagen die nächste Etappe, die wir da vor uns haben in Europa. Aber diese Erinnerungskultur und dann noch viertens die Menschenrechte. Und da mag man sich wundern, warum ich die an letzter Stelle nenne, wo sie doch 1948
40 bereits neu nach dem Zweiten Weltkrieg deklariert wurden, weltweit in der UN. Und es waren die Veteranen des Ersten Weltkriegs. Also es war eine ganz fundamentale europäische nochmal Bewegung, die in die Menschenrechte mündete. Und ich sage, nein, sie sind aber erst wirklich umgesetzt worden in dem Moment, wo das sich nicht mehr auf Deklarationen der Staatshäupter reduzierte, sondern plötzlich unabhängige, autonome Institutionen auftraten, Human Rights Watch, aber auch neue Akteurinnen, ich sage mal jetzt Argentinien, in Buenos Aires, die Mütter und die Großmütter der Verschwundenen, die plötzlich als Menschenrechtsaktivistinnen zum ersten Mal auftreten und tatsächlich eine Diktatur zu Fall bringen. Sozusagen durch die Ohnmacht ihrer, also die Macht der Ohnmacht oder die Stimmen der Ohnmächtigen, haben plötzlich eine auch global, es gab ja auch Bilder, die dann um die Welt gingen, eine ganz große neue Macht. Also das alles, glaube ich, fängt auch erst nach 89 an, und man hat auch von dem Jahrzehnt oder was der Menschenrechte gesprochen. Nur, wenn ich jetzt diese wunderbaren vier Lehren aufzähle, dann sage ich nicht, wir haben so ein Narrativ jetzt für Europa, das gibt es meiner Meinung nach nicht, weil die Narrative, das sind Erzählungen, die müssen sich die Nationen selber zurechtlegen. Aber das, was wir gemeinsam haben, haben wir sozusagen hier zusammengefasst. Und das ist das, was uns Europäer überall zusammenhält. Diese vier Lehren sind das, was sich in Europa eben von 45 über 89 und dann eben auch hoffentlich über 2015 erhalten wird. Denn darin sehe ich so etwas wie den Kompass oder die Orientierungsvorgabe, mit der wir auch die Krisen, in denen wir jetzt stecken, weiter bewältigen oder überwinden können. Oder mit noch neuen Lerneffekten. Jetzt kommen Sie quasi zu Wort mit der Stimme von Herrn Garnet, der ein bisschen vielleicht auch geklustert hat. Weiß nicht, ob das möglich war. Das sagen Sie uns. Entschuldigung, Ihre Frage habe ich gerade nicht verstanden. Also sagen Sie es nochmal bitte. Sie sind die Frage, dran. Genau. Ja. Okay, gut. Okay. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr als Olsin-Redakteur, Anwalt des Publikums zu sein. Unsere Fragen haben eher zwei. Fallen in zwei Kategorien. Das eine Kategorie ist eine zeitgeschichtliche Kategorie. Das zweite bezieht sich eher auf Identitätsfragen. Ich beginne mit den zeitgeschichtlichen. Und zwar, es wird geschrieben oder gefragt, der Westen hat dem Osten sein System aufgedrängt, ist in Anführungszeichen. Ja. Stimmt das? Ist das nicht Teil der Geschichte der illiberalen Feinde, den A89er? Das Schlagwort der Zeit damals war Rückkehr nach Europa und nicht Rückkehr nach dem Osten. Kann man dann von einer Siegerpose reden? Die zweite zeitgeschichtliche Frage ist, was war damals angelegt, was heute den Erfolg der AfD in Ostdeutschland erklärt? Wann ist für Sie... Das waren die zeitgeschichtlichen Fragen? Es gibt noch ein paar. Okay. Wann ist für Sie die Wende zu Ende und wo endet Europa in Bezug auf 89? Und eine letzte Frage bezieht sich auf die Rolle der die Grünen in 89. Wie haben Sie die Grünen damals verstanden? Was war Ihre Haltung zu den Geschehnissen in Ostdeutschland? Gerne. Die zweite Kategorie ist eher also Identitäten, also nationale Identität, europäische Identität.
Warum ist ein großes Narrativ um die Europäische Union auch nach Brexit nicht möglich? Die zweite Frage ist, ist Europa zukunftsfähig ohne eine großnationale oder europäische Identität? Die dritte Frage bezieht sich primär an Frau Astmann. Sie haben zuletzt die Bedeutung des Nationalstaats als Analysekategorien Sehnsuchtsort betont. Inwiefern hilft uns diese Kategorie in Bezug auf 89 gerade auch bezüglich des Wandels von wir sind das Volk zu wir sind ein Volk? Wir haben noch weitere Fragen. Wenn es dafür Zeit gibt. Sonst hören machen wir erstmal so einen kleinen Semikolon und gucken mal, was davon. Ich glaube, nicht alles ist wirklich zu beantworten, aber Stellung nehmen und nochmal reingehen, das ist, glaube ich, gut möglich. Echt diese wurde dem Osten das System aufgedrängt? Vielleicht dazu damit beginnend? Irgendwie habe ich das komische Gefühl, als wäre das eine Frage an mich. Habe ich auch, ja. Da fängt das Missverständnis schon an. Also man darf mich hier nicht als Vertreter des Ostens sehen. Das bin ich sehr schnell nicht mehr gewesen. Sehe mich auch so nicht. Also deshalb, ich bin eher da abtrünnig. Und mich hat sehr bald, wirklich, das schwöre ich, das europäische Projekt viel, viel mehr interessiert. Das ist ein bisschen biografisch jetzt geplaudert. Also ich wollte auch sehr schnell weg aus Deutschland. Ich wollte nicht einfach in Westdeutschland ankommen. Gut. Da bin ich dann auf verschiedene große Legenden gestoßen. Ich erzähle nur mal eine kleine. Also weiß nicht, wie bekannt das ist, aber eine dieser europäischen Erzählungen fängt in Italien auf einer Insel an. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich dann mal erforscht habe. Ich bin da hingefahren und habe mir das alles genauer angeschaut. Dieses sogenannte Manifesto di Ventotene wird von ein paar politischen Gefangenenverbanden geschrieben, die praktisch über ihre eigenen Lagergrenzen hinwegspringen. Die sind alle gefangene Mussolinis. Es sind quasi Sozialdemokraten darunter, Anarchisten, Linke, Erzkommunisten. Und die können sich, oder ein Teil von denen, können sich plötzlich verständigen. So ab 41, 42 geht das los. Sie sehen die Frontverläufe, sie wissen, dass praktisch faschistische Europa wird in Schutt und Asche fallen. Wir müssen ab jetzt schon überlegen, wie könnte es weitergehen. Und da kommen die mit diesen Ideen, sie schmuggeln die dann auch raus, es wird verbreitet. Ein erster Satz dazu. Sowas wäre in Deutschland undenkbar gewesen. In den Lagern saßen nur Verfeindete. Es gibt da keine Solidarität oder hat sie auch nachher nicht gegeben, sondern das Ganze bricht dann auf in eine Zwei-Staaten-Lösung. Das eine wird von Stalin implementiert. Über die andere Konstruktion können wir auch lange reden. Da waren die Westmächte natürlich stark beteiligt und so weiter. Das heißt, es hat sozusagen keinen Selbstfindungsprozess der politisch Verfolgten untereinander stattgefunden. Und schon gar nicht ein solcher, der in eine europäische Perspektive mündet. Dort schon, und da sind nämlich all die Punkte schon festgelegt. In diesem Manifest steht drin, es gilt als nächstes den Frieden absolut zu sichern. Das geht nur, wenn die Wirtschaften verschränkt werden. Das größte Stichwort überhaupt, und bis heute ist es für mich das größte, ist Kooperation, zum Beispiel anstelle von Handelskrieg. Deshalb habe ich eine gewisse Sorge, wie die Zukunft aussieht. Und das dritte natürlich eine wahre Demokratie. Strukturen zu schaffen, die eben genau das nicht mehr erlauben, dass es wieder durch Wahlkämpfe, wieder durch extremistische Positionen ausgehöhlt wird. Das ist einigermaßen eingegangen in die Charta dann der EU. Das ist der Grundriss übrigens des Straßburger Modells. Das sind Altiero Spinelli und all diese Leute gehören dann zu den Gründervätern. Ich kann nicht wirklich sagen, dass ich da deutsche Traditionslinien sehe. Das ist schon mal erstmal mein erstes Problem. Also in dem Sinne, dass sozusagen das Europa-Manifest der Kreisauer nur einen kleinen Teil ein wenig ist davon drin, genau. Aber vielleicht hilft uns das zu verstehen, was jetzt hier gerade in diesem Land passiert und warum, wie ich glaube, der europäische Traum bei vielen, gerade hierzulande, verblasst ist. Ja, also ich habe gerade eine Neuauflage des Buches rausgebracht und einen neuen Schluss geschrieben. In diesem neuen Schluss zitiere ich das Flugblatt Nummer 5 der Weißen Rose.
Einfach nur, um zu zeigen, das ist, also ich bin keine Historikerin und ich kenne nicht alles durch und das ist, sind immer Zufallsfunde, worauf ich stoße, aber wenn ich so einen Fund habe, dann ist der für mich unheimlich sprechend. Fange ich damit viel an. Ich könnte auch einen Essay von Stefan Zweig erwähnen, der darüber schreibt in 20er Jahren, dass es ganz schwierig ist, nach diesem Ersten Weltkrieg sich zu detoxifizieren, also zu entgiften. Dieser ganze Kriegsmythos ist so stark in den Menschen drin, dass es einer nächsten Generation bedarf, die dann in Europa in diese Richtung Frieden gehen können. Und er macht da auch ganz genaue Anweisungen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Momente. Und bei der Weißen Rose ist es besonders beeindruckend. Das ist das letzte Flugblatt. Vier Wochen später waren sie alle hingerichtet, noch verteilt haben. Und das geht über Europa, das nur föderalistisch sein kann. Jeder hat ein Recht auf die Güter dieser Welt, steht da auch drin. Also, und es geht auch um die Bewahrung dieses Landes und um eine Form der Friedenssicherung, die nur in dieser föderalistischen Form möglich ist. Also ich würde sagen, das sind alles Wurzeln dieses europäischen Traums, die man wieder freilegen kann und die braucht man nicht auf irgendeine Gruppe eigentlich zu beschränken. Das ist auch in dem Sinne kein ideologisches Konzept, deswegen nenne ich es einfach mal Lehren aus der Geschichte, denn wir haben ja einen Einbruch der Ideologien gehabt mit 89, da sind wir an dem Punkt gewesen, wo wir sagen, diese umfassenden Konzepte sind schwierig, aber wir können uns sehr schnell auf solche vielleicht Lehren einigen. Ja, das ist natürlich ein spannender Punkt, an dem wir jetzt auch nochmal weiter über. Gibt es die europäische Idee, empfinden die Menschen eigentlich die Europäisierung als Teil der Globalisierung und damit eher als Problem als Teil der Lösung? Und also schließen sich viele weitere Fragen an. Ja. Also das haben wir ja schon mal irgendwann besprochen. Genau. Es wird zu wenig gute Werbung für Europa gemacht. Also hier war ja auch die Frage, ich wiederhole sie nochmal, gibt es für Europa ein großes Narrativ? Wie kann das aussehen? Kann es Zukunft haben ohne dieses große Narrativ? Ich habe vorhin schon gesagt, ich kann mir kein Narrativ für Europa vorstellen. Aber ich modifiziere diese Aussage gleich. Also ich verweise mal auf das Haus der Geschichte in Brüssel. Da gab es ein sehr kluges Team, was sich 10 Jahre lang angestrengt hat, ein solches europäisches Narrativ zu finden. Und nach 10 Jahren sind sie gekommen und haben gesagt, das gibt es nicht, das tut uns leid und sind auseinandergegangen. Und dann waren natürlich die Leute, die das Museum schon gekauft und aufgebaut hatten, enttäuscht und haben schnell ein anderes Team geholt. Und die mussten ein völlig neues Projekt entwickeln und sie haben es ganz anders gemacht. Sie haben Komponenten Europas zusammen addiert und stellen die sozusagen nebeneinander aus und beschreiben vor allem Momente und Entwicklungen der europäischen Einigung. Sowas kann man darstellen. Aber das Narrativ gibt es nicht. Nun gibt es ein Problem für die osteuropäischen Staaten mit diesem Museum. Die haben sich verabredet, 2017 sind sie hingefahren und wollten sich das mal anschauen und waren entsetzt, vor allem die Polen, weil nämlich das, was sie für das Heiligste überhaupt hielten, nämlich ihre Nation, kam da gar nicht vor. Die Idee dieses Museums ist nämlich, die Nationen da nicht aufscheinen zu lassen, sondern nur die Bewegungen, die Werte und die Ereignisse, aber nicht im Format der Nation. Genau, es ist ein transnationales Museum, genau wie das in Danzig des Zweiten Weltkriegs, was ja gerade blockiert wird. Also Europa hat dieses transnationale Museum und deswegen sage ich, nein, dieses eine Narrativ gibt es nicht, aber es heißt nicht, dass es deswegen keine Identität hat. Deswegen mein Versuch ist ja, über diese Lehren aus der Geschichte zu machen, die wir ja vergemeinschaftet haben. Und diese Lehren haben unter anderem eben auch den Vorzug, dass sie das, was wir die Nation nennen, domestizieren und demokratisieren. Ja, wenn wir uns auf diese Grundrechte der liberalen Demokratie einigen, sind diese Rechte gewährleistet. Und die Nationen können dann ihre eigenen Narrative
erfinden und erzählen, nebeneinander innerhalb des europäischen Rahmens. Und wenn ich von einer dialogischen Erinnerungskultur spreche, meine ich so auch in der Weise erzählen, dass die Nachbarn in gewisser Weise auch vorkommen, beziehungsweise dass die Geschichte der anderen da auch einen Platz hat. Also von Leszek Kolakowski stammt dieser großartige Satz, dass er sagte, wir lernen aus der Geschichte, um unter uns die Gesichter derjenigen zu erkennen, die unter ihr am meisten gelitten haben. Also das heißt, das ist dieses dialogische Prinzip, mit dem man innerhalb des europäischen Rahmens Nationalgeschichten neu wieder aufbauen kann. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ja, wir müssen das auf der nationalen Ebene machen. Wir brauchen zum Beispiel eine nationale Erzählung, in der 89 vorkommt, und die uns in eine europäische Zukunft bringt. Ja, und wir sollten vor allen Dingen aus der Geschichte unserer Nachbarn lernen. Das ist noch ebenso wichtig. Vielleicht kann ich sagen, ein Problem oder einer der Gründe, weshalb es praktisch so ein Gesamtnarrativ anscheinend nicht mehr gibt, ist unter anderem auch sozusagen der Bruch mit einer Bildungstradition. Es gab ja lange diese Erzählung aus der Antike her, die sozusagen alle Nationalstaaten zunächst mal auch irgendwie, zumindest die Eliten, insgeheim verbannt. Ja, wir haben plötzlich, 19. Jahrhundert gründen sich all diese Nationalstaaten, aber deren Epen und deren Großerzählung und deren, sagen wir mal, klassische Literatur geht alles durch die Antike hindurch und ist somit übertragbar. Wenn das wegfällt, dann haben wir tatsächlich Sprachgrenzen auf einmal nur noch, Kulturgrenzen einer neuen Überlieferung, einer neuen Identitätsbildung und vielleicht sogar auch Religionsgrenzen. Und deshalb sind wir jetzt in diesem Dilemma speziell angelangt. Wir kämpfen hier gerade um ständig neue Identitäten und das ist praktisch ein Dilemma eines Verlusts an Vergangenheit. Ich denke aber noch ein bisschen konkreter in der näheren Vergangenheit über diese Narrative nach. Und für mich hat das sehr viel zu tun mit der Frage, wie man Kriege beenden kann. Also dazu gehört das Anhören der Geschichten der anderen. Aber wenn ich an Spanien zum Beispiel denke, den spanischen Bürgerkrieg, Franco, der das Tal der Gefallenen sozusagen als das Siegel des Abschlusses dieser Geschichte dahingesetzt hat, das ist eine Wunde, ja, die darauf zeigt, dass diese Geschichte nicht beendet wurde. Und Sie wissen das am 24. Oktober, also vor wenigen Tagen, Franco jetzt aus diesem, die Gebeine Francos da rausgeholt wurden, und er in ein Familiengrab überführt wurde, was die Chance wirklich vergrößert, dass innerhalb Italiens dieser Krieg innerhalb einer Geschichte, die man sich darüber erzählt, zu Ende gebracht werden kann. Ist noch lange nicht so weit. Und in Italien ist es ja auch so, dass Salvini gewisse Gedenktage nicht mehr einhält, weil er nicht mehr der Meinung ist, dass der Sieg über die Faschisten überhaupt etwas gebracht hat. Also das sind, glaube ich, Sachen, die uns im Moment auch gerade in Westeuropa unter Druck setzen, weil es überhaupt keinen Konsens in einer Gesellschaft gibt über die wichtigen Ereignisse, Schlüsselereignisse der eigenen Geschichte. Und ich sage mir immer, wie wäre das in Deutschland, wenn wir noch nicht mal darüber eine Einigkeit hätten, ob eigentlich der Bau der Mauer eine gute Sache war oder nicht. Eine kleine Fußnote zum Italienfall. Eine römische Freundin erzählte uns vor ein paar Monaten die Geschichte ihres Sohnes, der aus der Schule kam und musste einen Zettel mitbringen. Da musste die Mutter jetzt unterschreiben, dass er auch wirklich das Lied Bandiera Rossa mitsingen darf. Soweit sind die Italiener jetzt. Mhm. Jetzt zerspaltet sich selbst. Ja. Das war eine Vereinigung in all den Jahren nach dem Krieg. Das war dieses Partisanenlied. Und jetzt müssen die Eltern unterschreiben, damit sie nicht später prozessieren können. Die Identitätsfrage ist faktisch nicht zu beantworten, weil sie nicht mal innerhalb der Nationen zu beantworten ist, ganz offensichtlich. Ja, wir haben aber noch die Frage nach den Grünen. Wie haben Sie beide jetzt einfach 89 auf die Grünen geschaut? Das müssen wir jetzt noch rasch klären. Das war eine der Fragen.
Also die, ich habe die Erfahrung gemacht in Essen-Heisingen, da war ich im Kulturwissenschaftlichen Institut. Da gab es drei Arbeitsgruppen, eine feministische, eine Gedächtnisgruppe und eine grüne Gruppe. Und das Besondere, und darüber habe ich mich ganz lang mit einem Mitglied der grünen Gruppe unterhalten, es gab keine Verbindungsmöglichkeiten zwischen der Geschichtsgedächtnisgruppe und der grünen Gruppe. Und das ist nun überwunden, würde ich sagen. In diesem Haus gibt es großartige, inzwischen auch Geschichtsdebatten. Und im Gegenteil, geht auch hier von der grünen Bewegung ganz viel aus, was sich eben auch innovativ mit der Neufassung von nationalen Narrativen beschäftigt. Die Grünen sind nicht nur grün, aber sie haben gezeigt, natürlich auch, dass in allen diesen anderen politischen Fragen diese Frage nicht mehr ausgeklammert werden kann. Und die haben da auch zum Glück uns für uns alle schon längst den nötigen Druck gemacht. Auch den Feminismus versuchen wir mit dem Gedächtnis zu verknüpfen. Aber vielleicht noch mal, Herr Grunwein, die Grünen, 89, war das irgendeine Größe, die Sie wahrgenommen haben? Also ich dazu kam, bin ich eigentlich zu hören? Das klingt so, ist gut. Also ich dazu kam, es ging relativ schnell, habe ich das für mich als die einzige vernünftige Bewegung ausgemacht. Anscheinend war ich, weil ich an dem Parteiprogramm der anderen nicht persönlich so interessiert war, aber das schien mir die vernünftige und mich hat lange gewundert, dass das nicht absolut mehrheitsfähig ist. Und es ärgert mich natürlich zumal im Osten, in den östlichen Bundesländern, dass es da von Anfang an ein Vorurteil gab. Das habe ich sehr früh studieren können. Das geht sehr früh los, also auch in, sozusagen noch in den goldenen Zeiten der CDU-Herrschaft in Sachsen gab es praktisch, das war Common Sense, die Grünen, die waren indiskutabel. Es ist tatsächlich so, in meiner unmittelbaren Lebenswelt, Bekannte, Verwandte und so weiter. Also da war praktisch ein riesiges Vorurteil, als sei das irgendwie ein Luxus, sich um Naturschutz zu kümmern und all diese Fragen ins Zentrum zu stellen. Jetzt ist es das nicht mehr. Jetzt hat sich das allmählich herumgesprochen, dass praktisch Klimaschutz tatsächlich wiederum ein menschheitsgemeinsam verbindendes Problem ist und so. Aber daher hatten die Grünen immer eine schwache Position, während ich eigentlich immer zu ihnen gehalten habe, wenn Sie mich so fragen. Sehr gut, das Bekenntnis war ja jetzt gar nicht gefragt, aber vielen Dank für alle Grünen hier. Wir haben jetzt noch 3 Minuten und ich würde gerne die Schlussfrage noch mal nach einem Satz zum europäischen Traum uns aufheben, aber gerne noch eine, Herr Garnte, wenn Sie noch eine gute Frage, spannende Frage vortragen. In der Tat, muss ich erst finden kurz. Gut, es handelt sich um die Ukraine, vielleicht als Außenblick. Der Fall der Parochialismus in unserer Diskussion, ja, wie schaut 89 von außen. Vor allem die Ukraine hat sich seit diesem Datum die Werte von 89 für sich beansprucht und hat bis dahin nicht wirklich das so zurückbezahlt bekommen von das Projektionsbild Westen. Insofern, was könnte man sagen, kann man verallgemeinend sagen, wie steht es für 89 für die Länder, die außerhalb Europas sind oder außerhalb Kerneuropas sind und immer noch unter Freiheitsdefiziten leiden? Also gilt der oder wird der europäische Traum vor allen Dingen in der Ukraine, in Georgien, in Armenien, vor allen Dingen Armenien, geträumt? Geträumt. Ja, aber ich möchte erstmal den Begriff des Westens kurz einklammern. Wir sprechen immer von diesem Nachahmungsimperativ des Westens. Das ist ein bewusster Umgang mit Sprache, die uns in den Kalten Krieg zurückschickt. Denn Osten und Westen, ich habe das ja 4 Jahrzehnte erlebt, waren tatsächlich die ganz klaren Gegensätze. Und ich habe mich damals auch deswegen nicht für Europa interessiert, in dem ersten Europa von 1945 bis 1989, weil für mich dieses Europa spielte keine Rolle. Ich fühlte mich im Westen zu Hause. Das heißt, ich war immer transatlantisch unterwegs, war auch schon mit 16 Jahren ein Jahr in den USA, wo ich übrigens ein Jahr lang den Fahneneid geleistet habe. Und da kommen wir schon ganz schön nah an diesen schönen Satz, den wir am Anfang gesehen haben, ein offenes Land für freie Menschen.
Denn dieser Fahneneid endet, da kommt dann vor, One Nation Under God, Indivisible. Aber jetzt kommt's, with liberty and justice for all. Und dann klappte immer noch ein Schüler, der hinter mir saß, nach. Die war etwas länger bei ihm. Dann kam nämlich all red-headed Jews. Das war ein rothaariger Junge. For all red-headed Jews. Also das war ein Jahr lang für mich die Praxis, in Amerika zu sein, in einem offenen Land für freie Menschen. Das habe ich schon sehr, sehr bewundert. Aber dieser Westen, den gibt es nicht. Nicht mehr als diese Allianz. Und in dem Maße, wie der Begriff Europa wichtiger wird, verliert sich dieser Westbegriff. Wir dürfen also jetzt nicht den Westbegriff als einen rein polemischen Begriff aufladen, um ihn zu reimportieren, um Europa wieder neu zu spalten. Das wäre eine Vermengung des Europas der Polarisierung mit dem Europa der Pluralisierung. Ich möchte aber gerne das Europa der Pluralisierung erhalten sehen und auch deutlich machen, dass auch der USA seinen Kontakt zu Europa ja aufgegeben hat. Da gibt es nicht mehr diese ganz starke Verbindungslinie, die auch in den Universitäten, kommen wir wieder auf die Bildungsgrundlagen zurück, diese Great Books Courses und so weiter, das wird ja alles abgebaut. Also Europa ist nicht mehr modellbildend für die USA. Wir sollten den Begriff sehr viel kritischer sehen. Aber tatsächlich Ukraine und andere Staaten, die Sie genannt haben, für die ist tatsächlich der europäische Traum viel lebendiger und essentieller, lebenswichtiger, existenzieller, als ich es in vielen anderen Ländern erlebt habe. Ich war letztes Jahr dort und da ging es um 1968, darüber haben wir nicht gesprochen, dass die DDR ja kein 68 hatte, aber die haben diese Zahl 68 umgedreht zu 89 und wollten zeigen, dass die Ukraine sich an genau solche Traditionen weiterhin anschließt und dort einklingt. So, dann haben Sie den Schlusssatz, Herr Grünwein. Ich habe immer gemerkt, das wissen gar nicht alle. Das Interessante gerade ist, und das stimmt wohl hoffentlich, dass die Ukraine gerade den einzigen jüdischen Ministerpräsidenten außerhalb Israels hat. Das ist der einzige in ganz Europa. Was das immer heißt, ja, es war ja mal stark das Gelände für das Judentum, die ganze Ukraine und so weiter. Trotzdem ist dieses Land von allen Seiten unter Druck gesetzt, das ist ganz deutlich. Nicht nur von Putin, eben auch gab es europäischen Druck und es muss sich selber definieren. Das gilt für alle diese Länder. Ich würde erstmal das zugestehen, darüber haben wir auch schon uns länger verständigt. Es muss die Möglichkeit geben, dass diese osteuropäischen Länder sich selber definieren. Und nun kann man nur beten und hoffen, dass es eben nicht, wie wir es jetzt schon in Polen und Ungarn sehen, eben in diese einseitige Richtung geht. Aber die Zivilgesellschaft ist ja auch dort weiter aktiv. Es ist ja noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ja, die Zukunft ist offen. Hoffentlich bleibt sie das und sie einzubetten in eine Vergangenheit, in der es möglich ist, die schmerzhaften Erinnerungen zu teilen und sich darüber auszutauschen. Das alles sind Themen, die Sie mitnehmen in den heutigen Abend und in den morgigen Tag. Der europäische Traum, er begann quasi symbolhaft mit dem Fall der Berliner Mauer. Dieser Fall allerdings wurde sehr lapidar mit einem Schmierzettel. Wo ist er eigentlich? Haben Sie ihn inzwischen zu sehen bekommen? Sie hatten doch öffentlich dazu aufgerufen. Er ist gezeigt, und zwar hier im Tränenpalast, Mauermuseum Witter ausgestellt, hat mir der Chef des Bonner Historischen Museums erzählt. Er wird ausnahmsweise nach Berlin wieder ausgeliehen. Gut, also dieser lapidare Zettel, auf dem stand ab sofort. Das gilt ab sofort. Ab sofort sind Sie eingeladen, alle gemeinsam mit uns nach unten zu gehen, vors Haus. Es gibt ein paar kleine Regieanweisungen durch Christian Römer. Ich möchte aber, bevor Christian Römer spricht, Ihnen beiden sehr, sehr herzlich danken für diese Deep Dives in die Diskussion. Applaus